Hey, liebe Kids, so schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Hey, habt ihr euch auch schon so sehr auf heute gefreut? Also ich konnte es kaum abwarten, mit euch wieder Kids Celebration zu feiern. Und wisst ihr was? Heute haben wir den 4. Advent. Das bedeutet, wir zünden 4 Kerzen an. Also, ihr dürft mal mithelfen. Okay, zählt mal laut mit, ob ich auch genauso 4 Kerzen anzünde. 1, 2, 3, 4. Hey, ist es nicht verrückt? Den 4. Advent, also ich weiß noch, wo wir im 1. Advent waren, da dachte ich mir, oh, das dauert noch so lang bis Heiligabend. Und jetzt haben wir schon den 4. Advent. Und das bedeutet, Heiligabend ist bald. Hey, nur noch 5-mal schlafen. Und dann, wow, ist es nicht verrückt? Richtig cool. Hey Kids, und an Heiligabend feiern wir die Geburt Jesus. Und die Geburt ist was ganz Besonderes. Und wir möchten auch heute mit euch im Worship einfach feiern. Wir wollen Gott ehren und Gott feiern, dass er seinen Sohn auf die Welt geschickt hat für uns. Das heißt, holt mal eure ganze Familie zusammen, eure Mama, euren Papa, eure Geschwister, macht euch Platz und dann können wir jetzt richtig Party machen für Gott. Okay? Los geht's. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wow, Kids, habt ihr richtig gut mitgemacht. Hat euch auch so gut gefallen? Boah, ich finde die Lieder richtig, richtig gut. Das habt ihr super gemacht. Hey, wisst ihr noch, letzte Woche hatten wir die Geschichte von den Hirten aus der Weihnachtsgeschichte. Und heute geht es um die Hauptrolle. Überlegt mal, welche Hauptrolle es sein könnte. Genau, um Maria.
Maria hat Jesu auf die Welt gebracht. Ist es nicht verrückt? Also ich finde es richtig cool. Und Maria, die war noch so jung. Und auf einmal, Maria wusste gar nicht Bescheid, ist ihr in der Nacht ein Engel begegnet, der ihr gesagt hat, hey Maria, du wirst mal einen Jesus auf die Welt bringen. Ist es nicht verrückt, wenn man sich das mal vorstellt? Und Maria war sich so unsicher. Hey, welchen Weg wird sie jetzt gehen? Welchen Plan hat Gott für sie? Und so geht es auch manchmal uns, oder? Also ich musste daran denken, als es so eine Schatzkarte, ja, wo man so einen Weg hat, so einen Plan hat und man gar nicht wusste, hey, wo ist das Ziel? Wo ist der Schatz versteckt? Wo muss ich lang? Wo geht der Weg entlang? Und Gott ist einfach immer bei uns. Und so möchten wir jetzt auch in die Geschichte von unseren Freunden starten. Hey, ich bin schon so gespannt, was die heute zu erzählen haben, welches Abenteuer die wieder erleben und was Gott uns dadurch sagen möchte. Viel Spaß! Wer war hier und wer war da? Zusammen mein Team, ist doch klar. Liz und Andy sind am Start. Sammy und HP, Oma Hildegard. So, die Dekorationen sind jetzt fertig. Und die Geschenke auch. Übrigens, ich habe mal mit eurem Jesus Dude mal gesprochen. Ich habe ihm gesagt, dass ich mal so halt dabei bin. Also, wir sind Freunde, aber nicht so krass, wie ihr es mit mir seid. Hä? Wie das? Ja, also, naja, wenn ich seine Hilfe brauche, dann sind wir natürlich Freunde. Aber sonst nicht. Ich mag das mit den Regeln nicht so. Und ich möchte auch in keine Pfützen geschmissen werden. Und mein Glücksbringer habe ich natürlich auch. Der beschützt mich, glaube ich zumindest. Du kannst doch nicht einfach sagen, dass du nur halb Christ bist. Sowas gibt es doch gar nicht. Doch, bei mir. Ist doch gut so. Da soll ich das Beste von allen. Wie ist es eigentlich mit dem Bilderfälscher? Naja, wir wissen ja, dass das Gel vom Haar, das sie hier verloren hat, aus Lemmys Laden ist. Ja, vielleicht gehen wir einfach zu Lemmys Laden und schauen, ob wir was finden. Gibt's da auch Waffeln? Das wäre jetzt so lecker. Wir haben auch Waffeln in der Küche. Wenn du willst, kannst du dir eine mitnehmen. Nice. Okay, los geht's zu Lemmys Laden. Schaut mal, dieser Typ da hat ziemlich viel Haargel in den Haaren. Und der hat auch dieses Schleimhaargel dabei. Und Pinsel, die sind bestimmt für die Fälschung von Omas Gemälde. Warte. Sammy, warte doch. Wir wissen doch gar nicht, ob er es ist. Er läuft weg. Schnell hinterher, komm. Was machen wir jetzt? Wir können jetzt schlecht einfach da reinlaufen und ihn beschuldigen, dass er Omas Bilder gestohlen hat. Warum nicht? Wir haben doch gar keine Beweise. Ich wüsste nur zu gern, was da drin vor sich geht. Kommt, helft mir mal den Tisch festhalten. Boah, jetzt haltet ihn doch fest, hier wird man ja seekrank. Oh, oha. Also, der gelige Mann kommt gerade ins Zimmer. Und er hat Pinsel, Farben dabei. Jetzt kommt eine Frau hin, eine alte Frau. Sie reden, aber ich verstehe nicht was. Oh, Achtung, sie kommt ans Fenster! Was war das da? Psst! Boah, ey, Eduardo, mach mal nicht so viel Haargel auf deine Haare. Ist ja widerlich, ist hier voll stickig, du verpestest die Luft. Ach, Tante Melinda, so schlimm ist das doch gar nicht. Wie war jetzt eigentlich nochmal der Plan?
dass wir es der alten Hildegard noch mehr heimzahlen können. Ich habe es dir schon einmal gesagt. Hör mir doch einmal dann auch zu. Wir wollten doch nur, dass... Aber erst nach 2 Wochen. Denn über Weihnachten kam meine Enkel hierher. Und ich! Ja, und du. Sind sie weg? Ich glaube schon. Warum sollte man Oma Hildegard so etwas antun? Ich weiß. Wir schließen die beiden in eine alte Besenkammer und rufen die Polizei. Oder nein, wir zwingen sie, die Bilder zurückzugeben. Oder... Ich glaube nicht, dass Jesus diese Ideen gut finden würde. Hä? Was hat das denn jetzt mit Jesus zu tun? Ja, ich dachte, du bist ein Freund von Jesus. Mann, ich hab dir doch schon erklärt. Mann, ich bin nur teilweise Jesus' Freund. Das heißt, in so einer Situation würde ich Jesus da lieber rauslassen. Das würde nur nerven. Ha, Sammy, sag doch sowas nicht. Lass uns nochmal nachdenken. Die Frau hat ja gesagt, dass sie erst nächste Woche etwas anstellen wollen. Wir können zu mir nach Hause gehen und können einen neuen Plan schmieden. Na gut, aber nur weil ich Hunger habe. Was gibt's denn zum Abendessen? Euer Computer hat, während ihr weg wart, diese Figur ausgespuckt. Ich habe mich halt zu Tode erschreckt. Cool, eine neue Figur von Papa. Das ist doch bestimmt Maria, die Mutter von Jesus. Samuel, ich habe gehört, dass du jetzt ein Freund von Jesus bist. Das freut mich wirklich sehr. Ja, teilweise. Jesus ist so mein Teilzeitfreund. Das ist einfacher. Okay, also suchst du nun die besten Sachen aus. Ja, genau. Sie versteht es. Willst du noch einen Tee? Ja, gerne. Eiskalt, bitte. Dankeschön. Oma Hildegard, du weißt, ich liebe eiskalten Tee. Dieser Tee ist so nicht ganz kalt, aber auch nicht ganz heiß. Das ist so lauwarm. Ja, aber das ist doch genau das, was du wolltest. Nicht ganz das eine, aber auch nicht ganz das andere. Hä? Was meinst du jetzt? Was meinst du jetzt? Ich verstehe es nicht. Ich erkläre es dir. Die Geschichte von Maria passt ganz gut dazu. Das ist Maria. Ich weiß nicht, ob du Maria schon kennst. Maria? Die hat in einer Stadt in Israel gelebt vor ganz langer Zeit und diese Stadt hieß Nazareth. Maria war ungefähr 14 Jahre alt und sie war schon verlobt. Das heißt, sie wird bald heiraten. Und damals war das ganz normal, dass man mit 14 schon verlobt ist. Heute ist es ja nicht normal, aber damals war das normal. Und ihr Verlobter hieß Josef. Und Maria hat an Gott geglaubt. Und hat Gott richtig arg geliebt. Und stellt euch vor, Kids, eines Tages ist was passiert. Das hat Marias Leben komplett auf den Kopf gestellt. Wollt ihr wissen, was das war? Maria hat Besuch bekommen an einem Tag. Und nicht nur Besuch, der an der Tür geklopft hat und gesagt, hallo, hier bin ich, sondern dieser Besuch stand plötzlich in ihrem Haus. Das war der Engel Gabriel. Und Maria hat vorher noch nie einen Engel gesehen gehabt, wie wahrscheinlich die meisten von euch auch nicht. Und deswegen ist sie total erschrocken und hat total Angst gehabt, weil sie gedacht hat, Hilfe, was ist das? Und Gabriel hat aber gesagt, hey Maria, du brauchst keine Angst zu haben. Ich habe was ganz Besonderes dir zu erzählen. Gott, hey, der hat einen ganz besonderen, krassen Plan für dein Leben. Und dann hat der Engel Gabriel Maria Folgendes gesagt. Er hat gesagt, hey Maria, du wirst schwanger werden und du wirst einen Sohn bekommen, den nennst du Jesus. Und dieser Jesus, der ist Gottes Sohn. Und könnt ihr euch vorstellen, was die Maria da gedacht hat? Sie hat zu dem Engel gesagt, ey, warte mal, also... Ich bin noch nicht verheiratet, das heißt, ich kann auch nicht schwanger werden. Das geht ja gar nicht. Aber der Gabriel hat gesagt, hey Maria, bei Gott, da ist nichts unmöglich. Deswegen ist es auch kein Problem, dass du schwanger wirst, obwohl du nicht verheiratet bist.
Das wird doch einfach der Heilige Geist tun. Und Maria hat gesagt, alles klar, wenn Gott es so möchte, mein Leben gehört Gott, dann machen wir das so. Hey Kids, das ist doch eine absolut krasse Geschichte, oder? Stellt euch mal vor, ihr sitzt ganz gemütlich beim Frühstück mit euren Eltern, ihr esst Cornflakes und plötzlich steht einfach ein Engel in eurem Esszimmer. Und der sagt dann, hey Jonas, hey Luisa, hey Hannah oder wie du heißt, nennt deinen Namen und sagt, Gott hat einen mega krassen Plan für dein Leben. Aber dieser Plan, der sieht ganz anders aus, als du bisher gedacht hast, wie dein Leben aussieht. Was würdest du denn sagen? Würdest du sagen, wie Maria, hey, ja, cool, mein Leben gehört ja sowieso Gott und Gott weiß ja eh, was das Beste für mich ist. Ich bin voll dabei. Oder würdest du vielleicht, wie vielleicht ich das machen würde, sagen, also Gott, kann ich vielleicht nochmal eine Nacht drüber schlafen? Also das hört sich jetzt schon ein bisschen krass an. Und bei Maria, da war das auch so. Ich glaube nicht, dass Maria gesagt hat, ja, ich wollte das schon immer für mein Leben. Ich habe sowieso gedacht, dass es so kommt. Nee, Maria hat gedacht, hey, ich bin eine einfache Frau in einem Dorf. Mich kennt kein Mensch. Und ich heirate jetzt den Josef und dann werden wir ein paar Kinder bekommen und dann werden wir einfach so leben. Und Gott hat aber ganz andere Pläne für Maria. Und Maria sagt einfach ja. Als ich Kind war, habe ich mit meinen Eltern und meinen Geschwistern in der Nähe vom Europapark gewohnt. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Europapark warst. Das ist ein riesengroßer Freizeitpark mit ganz vielen Achterbahnen. Und wir waren, ich glaube, ein- oder zweimal, als ich Kind war, im Europapark, weil der Europapark ist ganz schön teuer. Und beim Europapark ist es so, du bekommst ein Ticket. Du gehst an die Kasse und dann bezahlst du und bekommst ein Ticket und dann darfst du alles fahren, was du möchtest. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass manche da hingehen und sagen, ja, Moment mal, also ich will eigentlich nur die eine Achterbahn fahren und die will ich halt 10-mal fahren und dann will ich wieder nach Hause gehen. Kann ich vielleicht nur so ein bisschen haben vom Ticket? Oder dass manche vielleicht sagen, ja, also heute ist ja nicht so warm. Das heißt, ich kann ja die Wasserachterbahn gar nicht fahren, weil dann erkälte ich mich ja. Also das heißt, würde das vielleicht gehen, dass ich nur die Hälfte vom Ticket zahle und dann fahre ich halt nicht die Wasserachterbahn? Und derjenige, der an der Kasse sitzt, wird sagen, also nee, sorry, also entweder du zahlst das ganze Ticket und bekommst auch das ganze Ticket und kannst alles fahren oder du musst halt wieder nach Hause und kannst halt nichts fahren. Also so die Hälfte vom Ticket oder die Hälfte vom Preis, das funktioniert nicht. Und wisst ihr, Kids, genauso ist es bei Jesus. Bei Jesus ist es nicht so, dass man sagen kann, ja, also Gott, ich nehme das halbe Ticket so. Also ich mag dich und ich will dein Freund sein, aber meine Entscheidung, die treffe ich selber. Weil Jesus sagt, hey, derjenige, der mit mir leben möchte, der gibt sein ganzes Leben an mich ab. Das ist so, als würdest du einfach jemandem ein ganzes Leben abgeben und derjenige darf die Entscheidung treffen in deinem Leben. Und der darf sagen, wo es lang geht und der darf auch sagen, wie dein Leben aussieht. So wie Gott es bei Maria gemacht hat. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt manche von euch denken, hä, bin ich denn bescheuert? Also das ist doch mein Leben. Ich will doch niemals irgendjemand einfach mein Leben geben und sagen, hey, entscheide du, was in meinem Leben passiert. Aber wisst ihr was, Kids? Der Unterschied ist bei Jesus, Herr Jesus, der meint es richtig gut mit uns. Das ist ungefähr so, als würde an dieser Kasse beim Europapark deine beste Freundin oder dein bester Freund sitzen. Und der würde sagen, hey, ganz ehrlich, kauf dir das ganze Ticket, weil du wirst so begeistert sein. Ich kenne dich ja und ich weiß, welche Achterbahn du magst. Und du wirst nachher rauskommen am Ende vom Tag und wirst sagen, boah, der Europapark ist Hammer und es hat sich voll gelohnt, das ganze Ticket zu kaufen. Und genauso ist es bei Jesus auch. Jesus, der kennt dich besser, als du dich selber kennst. Und der liebt dich mehr, als deine Eltern dich lieben oder deine besten Freunde dich lieben. Und deswegen dürfen wir ihm auch oder können wir ihm auch vertrauen, dass wenn er was hat für unser Leben, dass das das Beste ist.
Auch wenn wir vielleicht am Anfang denken, wie Maria das auch gedacht hat, hey, warte mal, also ich habe es mir ganz anders vorgestellt und irgendwie ist es ein bisschen abgefahren. Und Kids, das wünsche ich euch, dass ihr, wie die Maria, sagen könnt, hey, ja, Jesus, auch wenn deine Pläne für mein Leben anders aussehen, ich will das ganze Ticket. Ich will voll mit dir unterwegs sein und ich gebe dir mein ganzes Leben und nicht nur mein halbes. Und du darfst selber entscheiden, hey, will ich das ganze Ticket? Will ich sagen, ja, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben, ich lebe voll und ganz mit dir oder nicht? Und das darfst du entscheiden. Und jedem von uns streckt Gott dieses Ticket hin und sagt, hey, du darfst es haben. Du darfst mit mir leben und ich möchte mit dir leben und du darfst aber entscheiden, ob du auch mit mir leben willst. Und dafür möchte ich beten. Jesus, ich danke dir, dass du jedem von uns dieses Ticket hinstreckst und sagst, hey ja, du kannst mit mir leben und zwar volle Pulle und zwar mit allem, was du hast. Und Jesus, ich danke dir, dass das auch das Beste für unser Leben ist. Und du weißt, wie wir manchmal selber denken, so, oh, ich will aber entscheiden und ich weiß besser, was für mein Leben gut ist. Und Jesus, ich bete, dass du uns zeigst, dass du das Beste für unser Leben hast. Auch wenn wir manchmal denken, hey, das ist total komisch, was du machst. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jedem von uns begegnest und dass wir dir wirklich unser Leben geben. Amen. So, und jetzt, Kids, schauen wir mal, wie es bei den anderen Kindern weitergeht. Und ob die auch ihr Leben ganz Jesus hingeben und nicht nur so halb. Gott hat einen Plan. Ja, ganz umsonst. Die Welt sollte sehen, wie sehr sie liebt. Jetzt und für immer, weißt du es schon. Denn die Botschaft hat Freude, denn er liebt all diese Leute. Das sind Geschenke, wie wir sie brauchen. Ohne Jesus wird es nicht laufen. Selbst die Hirten haben es vernommen. Unser Retter, er ist gekommen. Wow, Kids, war das nicht eine Hammergeschichte? Also, als ich das gehört habe jetzt, wo ich echt gedacht habe, ja, Gott hat einen Plan für mich und auch wenn ich nicht weiß, was morgen passiert oder was nächstes Jahr passiert, hey, Gott ist immer da. Und ist es nicht verrückt? Und ich will wirklich euch mitgeben in die Woche, hey, wie auf dem Bild, was ich euch vorhin erzählt habe mit der Schatzkarte, hey, vertraut auf Gott.
und ihr werdet ans Ziel kommen. Ihr werdet den Schatz finden. Auch wenn mal zwischendrin Steine sind, Hürden sind, wo ihr manchmal denkt, oh Mann, wo ist Gott oder wo geht der Weg wirklich lang? Hey, Gott ist immer bei euch. Er lässt euch nicht am Stich. Und ich möchte jetzt noch zum Abschluss mit euch beten und euch wirklich für die Woche segnen. Hey, Weihnachten steht vor der Tür. Ich will wirklich euch mitgeben als ganze Familie. Hey, fokussiert euch auf Gott. Seid wirklich in Verbindung mit ihm und freut euch. Seid als Family zusammen und dann wünsche ich euch echt eine hammerschöne Weihnachtszeit. Am Ende von meinem Gebet sagen wir alle zusammen Amen. Gott, ich danke dir jetzt für den Sonntag. Ich danke dir dafür, dass wir heute den vierten Advent feiern dürfen, dass Heiligabend bald vor der Tür steht und dass wir deine Wiederkunft feiern dürfen. Jesus, ich bete dafür, dass wir wirklich in der Weihnachtszeit wirklich jetzt mit dir verbunden sind und du uns einfach zeigst, welchen Plan du für uns hast. Vater, ich danke dir für jedes einzelne Kind, für jede einzelne Familie da draußen, dass du einfach das Beste für sie vorbereitet hast und dass sie einfach mit dir laufen dürfen. Und zusammen sagen wir Amen.